So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich bin ja gespannt, hoffentlich kommt sie gut raus. Weil sie hat ganz schön viel Silikon verbraucht. Und ja. Und die Mühe, die man damit hat, da freut man sich dann schon, wenn es ordentlich rauskommt. Also ich öffne das jetzt hier hinten, das Silikon, was ich daran gemacht habe, an der Naht, da. Das wird hier geöffnet, wieder. Das geht eigentlich relativ leicht. Ich mache total vorsichtig, damit ich ja nichts umreiße, nichts kaputt mache. Ich hoffe, das sieht das alles. Ich muss ein bisschen seitlich hinlegen. Weil umso besser man das alles rausbekommt und auch die Form erhält, kann man dann noch mal ein paar Babys machen, wenn sie schön wird und gut rauskommt. Erstmal schauen, ob sich die Arbeit überhaupt gelohnt hat. Oh, jetzt bin ich gespannt. Da kann man dann ganz leicht abfriemeln. Schauen die Ohren. Oh ja. Oh, das ist gut. Das sieht gut aus. Das eine Ohr. Toll. Da hat die schon mal ein bisschen gelockert. Oh, das Ohr, oh, das gefällt mir. Das ist auch toll rausgekommen. Das ist ja toll. Ja, da ist ein bisschen was. Aber noch kein Bubu-Baby. Eieiei. Jetzt muss man ganz vorsichtig hochheben. Hui. Naja, ganz kleines bisschen an der Nase. Aber es ist nicht schlimm. Ach, bis jetzt sieht es gut aus. Hey, das ist die kleine Lina. Zum Vergleich zeige ich euch mal das Wakana. Das Köpfchen. Den habe ich noch aufgehoben. Also ich finde, die ist echt, hat sich toll abformen lassen. Und ich hoffe doch, dass die Form noch zwei, drei Babys durchhält. Dann hat sich, wie gesagt, die Arbeit auch gelohnt. Jetzt friemel ich mal noch die Teile raus. Das ist immer das Anstrengende da, das Gefrieme. Der Rücken ist eigentlich auch relativ schön. Kann man nichts sagen. Aber das schneidet man dann ganz fein ab. Entfernt man. So, schaut's mal. Gell, auch ist die nicht süß. Hey! Uiuiui, jetzt Stunde der Wahrheit mit dem Arm da. Weil der nach oben zeigt, ist das alles gar nicht. Uhuhu, wie wild. Das ist schwer. Da zeigt sich die Stunde der Wahrheit mit dem Fingerchen auch. Das ist natürlich wieder so ein Friemelteil hier. Zu festziehen ist auch nicht erlaubt. Das ist immer ganz wichtig, dass man die Form so macht, dass man es dann auch nach innen, dass man das wenden kann, ne? Weil sonst kriegt man die Hände und die Füße alles so schlecht raus. Ja, seht ihr? Die muss man so wenden können. Eieieiei. Die erste Hand. Und die Form, wie gesagt, zuschauen, dass man die erhält, dass man dann nicht, nein, wenn man da mal ein Loch drin hat, das ist nicht schlimm. Das kann man wieder mit dem Silikon ein bisschen überpinseln. Da kommt süße.
Genau. Die Damen sind nochmal so Sache. Da habe ich oft Schwierigkeiten gehabt mit Däumchens. Oh, lalalala. Komm. Sei lieb. Sei lieb, sei lieb. Können wir mal die anderen versuchen rauszufringen? Dran sitzt auf alle Fälle, wie man sieht. Komm. Komm. Oh, der ist toll. Freude, Freude. Freude, Freude. Schaut's mal. Eieieiei. Patschendi. Schön, gell? Also Blasen sind auch nicht drin. Oh ne, die ist super rausgekommen. Eieieiei. Oh, wie du schwer. Das ist jetzt der Arm, den ich nach oben hatte. Das wird jetzt aber wieder so alles gefrieren. Ich werde mal ein bisschen Vaseline dazu nehmen. Denke, da flutscht schnell raus hier, der kleine Fummel hier. Lumni, Lumni. Ja, da geht's besser. Das haben wir mit einem Fingerring, den man nicht abkriegt. Macht mal ein bisschen auseinander. So. Ist da. Hätte ich schon eher machen können. Jo. Fummi, Fummi, Fummi. Also wenn die Hand noch gut rauskommt, dann steht, glaube ich, bei den Füßen und Beinchen nichts im Wege. Das ist immer das schwierige Teil, ja. Dann auch noch. Also dann sieht man erstmal, was das für eine Arbeit ist. Das ist nicht so schlimm. Das kann man gut reparieren. So, ich friemle dann mal weiter. Und wenn ihr dann auf meiner Facebook-Seite geht, mache ich schöne Fotos mit ihr, wie sie dann insgesamt rausgekommen ist. Gell? Also dann, tschüss.